Und damit willkommen zurück bei Assassin's Creed. Mal wieder eine Runde. Der feine Herr hat hier gerade einen Baum gefällt. Und wir sollen nach Gizeh reisen. Gizeh kennst du, ne? Da gibt's hier eine Stopfmaschine. Wir reisen jetzt zur Stopfmaschine. Die Frage ist, warte mal, 4 Kilometer, ne? In diese Richtung. Ach, da hinten. Ja, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, wir nehmen das Pferd. Wir haben ja soweit alles durch. Wir haben noch eine Schriftrolle. Okay, Aussichtspunkt, lalalala. Ja. So, Straße folgen. Das wird ein langer Ritt. Die Sonne geht auch bald unter. Halt! Bleib stehen! Was? Ja, nebenbei wie gehabt, ne? Weil meine Zeit ist leider nur begrenzt. Also ich habe so immer 2 Stunden Zeit, um da alles unterzubringen am Tag. Also nicht ganz 2 Stunden, das heißt, ich muss aufnehmen, ich muss rendern und schneiden. Und das in der kurzen Zeit. Also ich muss immer vieles parallel machen, dass ich möglichst jeden Tag irgendein Video rausballern kann. Ich bin leider kein Vollzeit-YouTuber, nur Freizeit-YouTube. Und dementsprechend Zeitmangel. So. Gebt den Weg frei! Welch glückliche Fügung. Geht die Sonne jetzt unter oder auf? Die ist eigentlich untergegangen, ne? Hey! Ihm nach! Nö, nee, keine Zeit! Ich komm morgen wieder zum Spiel. Ich töte dich! Oh. Was wollen die jetzt von mir? Alter. Noch einmal! Hier schlaf ich dich tot! Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Hab ich's nicht gesagt? Ja, ne? Hab ich. Weiß nicht, was den... ihr Problem war jetzt. Ich muss doch bloß hier lang. Ja, Odyssey, das müssen wir auf jeden Fall ausspielen. Ich hab da schon viel gesehen. Und mich reizten da auch die Finger, aber wie gesagt, meine Zeit ist begrenzt und außerdem... das haben wir ja auch noch nicht durch, Origins. Und ja, das müssten wir erstmal durchmachen, dass wir überhaupt wissen. So, ne? Und dann geht's bei Odyssey weiter. Gut, wenn es Odyssey mal ein bisschen günstiger noch gibt, dann kann ich auch gleich zuschlagen, dann können wir direkt loslegen, aber aktuell halt leider nicht. Wo rennst du denn hin, Pferd? Bist du betrunken? Oh, schön. Aktivität in der Nähe. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon vorbei, oder?
Ort entdeckt. Sperrgebiet. Ja, da müssen wir auch mal rein noch. Jetzt machen wir erstmal Hauptquest. Weil wir wollten schon etwas länger mal wieder Hauptquest weitermachen. Wobei die Hyäne war, glaube ich, auch Nebenquest. Aber annähernd, ne? Oh, hier brennt irgendwas. Halt! Bleib stehen! Nein! Ich muss da erstmal hin. Oh, hier drüben haben wir wieder irgendwas. Ich sehe gerade, ich muss mal kurz anhalten. Oh. Weil ich weiß nicht warum. Aber das ist doch kein Vollbild hier, was der da hat. Doch, ist Vollbild. Hä? Warum macht er das nicht? Oh, jetzt ist schwarz. Ist das gut oder schlecht? Hallo Bild? Ah, jetzt. Alles klar. Ja, sieht doch schon besser aus ohne diese Ränder, ne? So, Missionsziel. Ich weiß nicht, warum der das jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Aber mein Videotreiber verstellt halt gerne immer mal alles. Ich weiß nicht, ob es euch das auch so geht, dass man jedes Mal Standardgeräte und sowas wieder alles einrichten muss. Also ich installiere einen Videotreiber neu und also, ne, wenn ein Update oder so kommt von Nvidia und dann mache ich halt einen Neustart, wie gewohnt. Manchmal übernimmt er alles, aber meistens kann ich wieder die ganze Mittel neu einstellen. So hatte ich es ja letztens auch gehabt mit Dead Rising 3 war das. Nach einer Dreiviertelstunde ist mir aufgefallen, dass mein Mikro gar nicht ausschlägt. Sind die Pyramiden, da wollten wir sowieso schon mal hin, schon seit Ewigkeiten. Warum fährt er hier eigentlich so, läuft er hier so im Zickzack? Läufst du nach die Sterne oder eine Bedeutung? So, wir sind gleich da und die Folge ist vorbei. Tschüss. Oh, was haben wir denn hier? Okay, jede Menge zu tun. Wir sind in Gizeh. Wir sind ziemlich nah an der Pyramide. Ist auf jeden Fall ein Tempel. Guck mal, wir gehen mal hier rein. Gehen wir mal gucken. Oh. Ha. Wow. Menü? Hier brennt Feuer. Ha! Oh. Aber keiner zu sehen. Ha! Na! Nein! Oh. Ha! Solltest du drüber springen? Ah, das geht doch.
Schon geil, ne? Die Pyramiden hier. Kannst du hier hoch? Nee, ne? War ja klar. Na! Auf zu bocken. Hör auf zu bocken. Wow. Ob es hier auch Eingänge gibt? Kann man da rein? Wow. Ha. Da oben scheint es auf jeden Fall so ein Synchro zu geben. Cool, der kann nur ein paar Meter laufen, dann rutscht er quasi wieder runter. Halt dich fest. Ein bisschen rüber. Hier rechts scheint es weiter zu gehen, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Gehen wir mal danach rüber. Ui. Ja, hier scheint's sogar bis ganz hoch zu gehen. Die Kamera geht schon weiter weg. Geil. Oh, was für ein Ausblick. Pyramiden von Gizeh. Ach, das hier oben ist Blech. Alter Schwede. Geil. Halte B, um der Pyramide herunterzurutschen. Welcher Narr schlägt hier sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Coole Sache, das sind zwei. Aber das sind auch drei eigentlich, ne?
Sind es nochmal zwei Pyramiden? So, wir rutschen mal ein bisschen nach rechts rüber. Jetzt lassen wir so weit laufen, weißt du. Ich mich nur frage, ob man da auch vielleicht rein kann in diese Pyramiden. Das wäre echt geil. Wo ist Plätze eigentlich? Grabmal finde ich geil. Ja, da war schon lange keiner mehr geputzt. Keine Ahnung, was das ist. Der Tier ist aber okay. Opfergabe. Pass auf, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Doch, da oben geht's dann. Alles klar. Wir kommen noch weiter rein. Noch so eine Scherbe oder was das ist. Okay. Manche Bereiche verfügen über... Okay. Mann, wir schieben das bis hierher, gehen dann auf das Boot. Okay. Ups.
Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte eure Holzfiguren nicht umhauen, so. Ja, das wird aus der Fahne verschwinden. Okay. Okay, bevor wir da lang gehen, ich würde schon noch auslösen, was da drin ist. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Beendet. So. Ach, hier sind wir wieder am Feuer. Platte. Her! Oh, da. So, jetzt gehen wir da hin. Wenn sie die dritte Pyramide. Oh, Entschuldigung. Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodorus Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Willkommen bei Merets Warenreisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe.
Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Hier, deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. Schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Du holst es mir zurück. Wenn Apollodorus weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Ja, ist ja gut. Was machen die hier? Okay. Gehilfen sind nicht gut. Bist du ein Freund von Meret? Na, wohl kaum. Nur ein notgedrungenes Bündnis. Meret hat nicht oft Beschützer als Verbündete. Er traut den Behörden nicht. Aber er zahlt gut. Und nur wenige in Gizeh zahlen überhaupt. Man kann dem Sand in der Hand nicht trauen. Was könnt ihr mir über die Hyäne sagen? Diese Halicet? Ein falsches Wort. Und wir sind Hyänenfutter. Netter Versuch. Komm mit. Sei wachsam. Wir müssen ein Pferd zurückholen. Naja, wenn du unbedingt schwimmen will. Weiß für nicht, da drüben war ein Krokodil. Was haben wir denn da für ein Fragezeichen? Verlassenes Dorf. Verstand dich, oh Ratte! Hab dich! Dafür lass ich dich leiden! Da bist du! Okay. Sind also Bösewicht. Hier war da noch irgendwas. Gemeinsam! Geh mal schlafen, Kollege. Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Scheiße, der Nepp ist tot! Zeit! Ich muss weiter! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Boah! Dafür lasse ich dich leiden. Hm.
So, das sollten so alle gewesen sein. Wort beendet. So, jetzt gehen wir da hoch. Okay. Dann haben wir noch ein Schätzelein. Okay, da haben wir noch Gefangene. Sonst ist hier keiner mehr. Doch, da oben. Da auch noch. Da hinten. Okay, ich glaube, wir haben alle. Dann räuchern wir mal aus hier hinten. Diese Zone ist tabu. Ich glaube, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Und dann räuche ich mich hier alles aus.